Das ist Louis. Er ist Franzose. Er ist 6. Bald ist er mit der École maternelle, der Vorschule, fertig. Stolz hat er in Schreibschrift Louis spielt mit Papa abgeschrieben. Dies ist Christina. Sie ist Deutsche und 6 Jahre alt. Im Kindergarten hat sie nur gelernt, ihren Namen in großen Druckbuchstaben zu schreiben. Christina kommt bald in die Grundschule. Entwickeln sich französische Kinder etwas schneller als Deutsche? Natürlich nicht. Das Erlernen bestimmter Grundkenntnisse wie das Schreiben geschieht in Frankreich und Deutschland nur nicht zum gleichen Zeitpunkt. In Frankreich lernen die Kinder schon in der Vorschule alle Buchstaben zu schreiben. Erst große Druckbuchstaben, dann kleine Schreibschriftbuchstaben. Die geschwungenen Großbuchstaben kommen erst in der Grundschule dran. Vorerst wird das Kind mit den Schreibbewegungen durch Malen, Zeichnen und grafische Übungen vertraut gemacht. Das Kind lernt, horizontale und vertikale Linien, Diagonalen und Kreise zu erkennen. Die malt es erst groß, dann immer kleiner, bis es die Buchstaben seines Namens daraus bilden kann. Spiralen, Kurven und Schlingen sind später dran. In der Grande Section, große Gruppe, also in der 3. Vorschulklasse, führt die Lehrerin das Schreibschrift O, O ein. Ein Kreis, der gegen den Uhrzeigersinn gezeichnet wird und oben rechts einen Schnörkel hat, mit dem man das O an andere Buchstaben anhängen kann, wie in Moto, Motorrad, Dodo, Schläfchen oder Marco hat ein Motorrad. Die Kinder können zwar noch nicht lesen, durch die Schreibübungen verstehen sie aber, dass die Schrift eine Bedeutung, einen Sinn hat. Damit sie eine schöne Handschrift bekommen, kontrolliert die Lehrerin die richtige Haltung des Stifts zwischen Daumen und Zeigefinger und überprüft, dass das Heft im rechten Winkel zur Tischkante liegt und das Kind gerade sitzt. Wenn sie in die Grundschule kommen, sind die Kinder fähig, die gelernten Buchstaben zu erkennen, sie zu schreiben und zu verbinden. Jetzt sind sie also soweit, richtig lesen und schreiben zu lernen. Im Kindergarten hat Christina, wie Louis in der Vorschule, ausgeschnitten, geknetet und viel gemalt und gezeichnet. Dabei konnte ihr die Lehrerin beibringen, wie man den Stift richtig hält. Und Christina hat ganz oft ihren Namen in Großbuchstaben geschrieben. Bei der Einschulung ist Christina eine absolute Anfängerin, was die Schreibschrift angeht. Aber nun wird es ernst und sie lernt alles gleichzeitig, in Groß- und Kleinbuchstaben zu schreiben und sie zu verbinden, um Silben und dann Worte zu lesen und zu schreiben. Das große L und das kleine A ergeben La, dazu die Silbe Ma, Lama. Sie sehen, Christina schreibt nur Druckbuchstaben. Das Lesen und Schreiben lernen ist mit Druckbuchstaben einfacher, sagen deutsche Spezialisten. Mit Druckbuchstaben zu beginnen ist bloß ein Umweg, behaupten die französischen Spezialisten. Man ist sich in diesem Punkt nicht einig. Im 2. Grundschuljahr lernt Christina dann Schreibschrift und macht zusätzlich noch ein paar einfache grafische Übungen, um schneller und flüssiger zu schreiben. Und da wird die Sache kompliziert, denn wie Sie wissen, hat in Deutschland jedes Bundesland sein eigenes Kultusministerium, das über die Methode entscheidet. Christina wohnt in München. Dort lernt sie die vereinfachte Ausgangsschrift. Es handelt sich dabei um eine Schreibschrift, die in Westdeutschland in den 70er Jahren sehr verbreitet war. Sie hat weniger Verzierungen und ist der Druckschrift ähnlicher als ihre Vorgängerin, die sogenannte lateinische Ausgangsschrift, die heute immer seltener wird. In Stuttgart hingegen darf jede Schule zwischen dem alten und dem neuen Schriftmodell wählen. In Dresden wiederum lernen die Kinder die Schulausgangsschrift, ein vereinfachtes Schriftmodell aus der ehemaligen DDR. Nach dem Fall der Mauer haben sich Berlin und Hamburg dafür entschieden, dieses Schriftmodell zu übernehmen. In Nordrhein-Westfalen können die Schulen zwischen 3 bestehenden Schriftarten wählen und das Kind von Druckbuchstaben ausgehend seine eigene Schreibschrift entwickeln. Einzige Bedingung: die Schrift muss lesbar sein. So, und was wird später aus der Handschrift der Kinder?
Egal, ob Sie das Schreiben früh unter Anleitung und schrittweise wie in Frankreich oder später, aber vereinfacht und schneller wie in Deutschland lernen, in beiden Ländern befreien sich die Schüler nach der Grundschule vom erlernten Schreibmodell, um ihre persönliche Handschrift zu entwickeln. Und auch wenn man meist problemlos erkennen kann, ob eine Handschrift französisch oder deutsch ist, sagt uns das aber noch lange nicht, in welchem der beiden Länder es mehr Schmierfinken gibt.